abwägen, wie ist das Wasser. Normalerweise in Deutschland, wo der Filter meistens hier eingesetzt ist, braucht man das hier unten nicht, weil das Wasser einfach nicht mit Bakterien belastet ist. Also das brauchte man wirklich nur, wenn du irgendwo bist, wo das Wasser wirklich mit Bakterien belastet ist. Darum lassen wir den raus. Den müssen wir also extra kaufen. Also, was du dir anschaffst, ist eben diese Kartusche und dieser Filterschwamm. So, wie gesagt, der wird gewässert, der wird hier oben drauf gesetzt. So, und wenn du das hast, nimmst du dies hier raus. Und hier ist nochmal eine Dichtung hier oben drin, ein Ring. Und jetzt setzt man das ganz einfach hier oben ein, zieht das ein bisschen fest und man merkt, dass das sitzt hier ziemlich fest drin, sodass kein Wasser hier unten rausfließen kann. So, der Schwamm, der ist gewässert, der ist jetzt schon ausgedehnt. Jetzt setzt du das ganz einfach hier rein. So, und damit ist der Filter eigentlich schon fertig. Jetzt füllt man hier oben Wasser ein. Hier würde man natürlich jetzt das noch einstellen, wann der Filter gewechselt werden muss. Macht den Deckel zu, lässt das Wasser durchfiltern. Das dauert eine gewisse Zeit. Und das ist das Gleiche wie bei dem großen Filter. Das ist also der Schwerkraftfilter. Das ist sehr wichtig. Das heißt, das Wasser läuft langsam durch. Es muss es eben sein. Es darf eben nicht gedrückt werden. Die Clusterbildung muss möglich sein, dass also die Energie sich darin bildet. Und dieser Advanced Filter hat natürlich jetzt auch die Fähigkeit, das Wasser basisch zu machen. Hier brauchen also keine Mineralsteine eingelegt werden. Ist ein sehr, sehr hochwertiger Filter. Es kommt sehr rein raus, das Wasser. Und so läuft das Wasser also langsam hier durch und füllt hier diesen Bereich an, dass man hier dann etwa ungefähr 1,5 Liter Wasser drin hat. So, und das Ganze kann man jetzt, das sollte natürlich nicht hell stehen, man wird es also nicht an das Fenster stellen, sondern das Ganze kann man zum Beispiel jetzt in den Eisschrank stellen oder irgendwo hin, wo es dunkel ist. Und er filtert durch, das geht dann etwa 1,5 Stunden ist es durchgefiltert. Und wenn man kaltes Wasser haben will im Sommer, dann würde man das eben in den Eisschrank stellen und hat eben immer frisches und kaltes Wasser. Es sollte etwa 2 Liter mindestens gefiltert werden am Tag. Man kann bis 10 Liter am Tag filtern. Also das ist für einen Haushalt mit ein bis zwei Personen, reicht der aus. Wenn natürlich zwei, drei, also Personen da sind und die auch mehr Wasser trinken wollen, dann empfiehlt sich natürlich, den großen Filter zu nehmen. Aber wenn eine Person da ist oder ein oder zwei oder einer ist mal beim Besuch, dann reicht das natürlich. Und vor allen Dingen das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich unschlagbar. Wie ich schon sagte, ein Filter unter 100 Euro, der sehr hochwertig filtert, hochenergetisches Wasser hat, sehr gesundes Wasser. Ich hatte es gesagt, für unseren Körper ist dieses Wasser natürlich wichtig. Ist das eigentlich das Schönste, was man machen kann? So, alle anderen Dinge, die wichtig sind, sind wie gesagt hier beschrieben in den Unterlagen. Und alles Weitere kannst du auch auf meiner Webseite sehen. Da ist es halt natürlich auch nochmal beschrieben, was ich dir hier eigentlich zeigen wollte, im Grunde wie einfach der Filter zu handhaben ist. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich dir hierüber erzählen wollte. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, sieh auf meiner Webseite. Und wenn du das bestellen willst, geh auf meine Webseite. Von dort kommst du dann zu der Firma Lotus Vita und dort kannst du das dann bestellen. Und solltest du noch Fragen haben, irgendwas, kannst du mich wie immer natürlich auch anrufen oder schreiben. Okay.